Let's play. Let's play Overwatch, let's play Fortnite. Die Let's Plays erfreuen sich immer noch wachsender Beliebtheit. Es gibt ganz bekannte Channels, die kennt ihr alle von PietSmiet oder Gronkh. Und der eine oder andere hat gesagt: Mensch, das läuft so gut, mache ich selber. Da ist jetzt, hakt jetzt unser heutiges Video ein. Darf man das so einfach? Was muss ich beachten und was sind die rechtlichen Fallstricke? Mein Name ist Renate Schmid, ich bin Rechtsanwältin in der Kanzlei Wildeborger-Solmecke und ich bin hier tätig vor allem in den Bereichen Medienrecht, Presse- und Persönlichkeitsrecht, Datenschutz und Arbeitsrecht. Ja, Let's Plays. Eine Freizeitbeschäftigung von vielen, die sich das angucken. Es gibt da ganz viele Kanäle auch inzwischen und damit einhergeht auch die Frage: Darf man das eigentlich? Was muss ich beachten, wenn ich vielleicht selber Let's Plays anbieten möchte über einen YouTube-Channel? Auch hier, wie immer, ist es ja so, dass Computerspiele urheberrechtlich geschützt sind, denn sie enthalten viele Bestandteile, die urheberrechtlichem Schutz unterliegen. Zum Beispiel die Charaktere, das Design, auch eine Spielhandlung kann urheberrechtlich geschützt sein. Das heißt, ohne das jetzt hier weiter vertiefen zu wollen, wichtig ist nur zu wissen, wenn ich ein Computerspiel nicht nur privat nutze, sondern das veröffentliche, und das tue ich ja in dem Moment, wo ich Let's Play auf YouTube mache, bedarf ich der Einwilligung des Spieleinhabers. Jetzt sagen viele, das klingt mir jetzt so im Ohr, ja, aber ist doch eigentlich Fair Use. Ich mache ja nichts damit, ist doch Fair Use, ich benutze das und spiele es halt und zeige es, wie man es spielt. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, muss ich leider sagen, denn Fair Use erstmal ist ein Rechtsbegriff, der kommt aus dem Amerikanischen. Das kennen wir hier gar nicht, so dieses Fair Use. Und auch im Amerikanischen ist das Fair Use an ganz bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Eine der Voraussetzungen ist eben auch, dass Fair Use nur zu bestimmten Zwecken möglich ist. Dazu gehört Forschung, Bildung und so weiter. Fair Use liegt in der Regel nicht vor, wenn ich damit Geld mache, also zu kommerziellen Zwecken es benutze. Also das Fair-Use-Argument greift leider an der Stelle nicht ein. Heißt also was jetzt? Heißt das, wenn ich ein Spiel über YouTube streame und es kommentiere, dass ich damit ein Spiel veröffentliche, und ich habe die Veröffentlichungsrechte ja nicht, also müsste ich eigentlich den Spielehersteller fragen, ob ich das darf. Das wäre der richtige Weg. Es gibt Spielehersteller, die das vielleicht sogar erlauben in ihren AGBs. Da muss man dann reinschauen erstmal. Oftmals ist es so, dass die AGBs, wenn sie überhaupt Let's Play erlauben, das nur zu nicht kommerziellen Zwecken erlauben. Heißt, wenn ich dann meinen Let's Play Channel monetarisiere über YouTube, müsste ich spätestens dann den Spielehersteller fragen. Jetzt kommt der Einwand, den höre ich schon wieder im Ohr, ja, aber es machen doch alle, das kann doch nicht sein. Das heißt aber dennoch, nur weil es alle machen, ist es noch lange nicht richtig. Also da besteht immer das Risiko, dass ein Spielehersteller sich dann doch meldet und zumindest sagt, dass eben dieses Let's Play nicht gemacht werden soll. Andererseits muss man auch sagen, dass es viele Spielehersteller gibt, die da einfach gar nichts unternehmen, weil sie sagen, es ist eine gute Werbung für unser Spiel. Und es gab auch schon Fälle, wo Spielehersteller sich eigentlich gegen Let's Plays gewendet haben. Das fiel ihnen aber dann bitter auf die Füße, weil die Community das gar nicht gutiert hat. Und deswegen ist es sicherlich auch ein Grund, warum man da gar nicht so arg viel hört von Abmahnungen oder so, weil Spielehersteller das eigentlich eben als Werbung für ihr Spiel sehen. Rechtlicher Hintergrund ist aber der, den ich gerade gesagt habe, dass man eigentlich eine Zustimmung des Spieleherstellers benötigen würde. So, jetzt hätten wir ja also diese Hürde irgendwie genommen. Jetzt ist die nächste Frage, die sich beim Let's Play stellt. Darf ich denn jedes Spiel zu jeder Uhrzeit und Nachtzeit, Tages- und Nachtzeit streamen? Denn es gibt ja Spiele, die Altersbeschränkungen haben. Da müssen wir in den Jugendmedienstaatsvertrag reinschauen, der sagt, dass eben Angebote, die entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung haben können, so die Rechtssprache,
eben zu den Zeiten, zu bestimmten Zeiten nicht angeboten werden dürfen. Und da gibt es jetzt die Altersstufen, die kennt ihr alle auch aus dem Kino, ab wann man eben bestimmte Spiele spielen darf. Und jetzt wird eben argumentiert, Let's Play-Videos sind ja wesentlich inhaltsgleich mit Computerspielen, denn ich spiele ja dieses Spiel und deswegen ist ja klar, dass hier auch die gleichen Altersstufen gelten müssen. Da haben wir natürlich auch noch ein anderes Problem, dass manche Spiele gar nicht geratet sind. Und da die dann nicht geratet sind, überhaupt keine Rating haben, gelten die dann automatisch ab 18. Also selbst wenn ich ein ganz simples, einfaches Spiel spiele, was jeder unter 6 spielen könnte, würde als ab 18 gelten, wenn es überhaupt kein Rating hat. Also da gibt es eben diese, da gibt's, die Frage ist, wie geht man jetzt damit mit um, vor allem mit diesem wesentlich inhaltsgleich. Das wurde jetzt in der Literatur, in der Rechtsprechung auch schon hin und her diskutiert. Es gibt natürlich, wie ich schon gesagt habe, Argumente, die dafür sprechen, weil das Spiel wird ja gespielt, aber es gibt auch eine ganze Menge Argumente, die dagegen sprechen, ein Let's Play-Video als wesentlich inhaltsgleich mit dem Computerspiel an sich zu sehen. Denn es gibt schon signifikante Unterschiede, da werdet ihr mir zustimmen, denn zum Beispiel wird ja so ein Spiel kommentiert. Und allein durch die Kommentierung wird schon eine gewisse Distanz ja auch geschaffen zu der Spielehandlung. Wenn ich ein Let's Play-Video anschaue, dann spiele ich nicht selber. Das heißt, wenn ein Let's Play-Video zum Beispiel krasse Kriegs- oder Gewaltszenen enthält, dann erlebe ich die nicht selber mit. Das heißt, die eigene emotionale Beteiligung ist da nicht so stark, wenn überhaupt vorhanden, wenn ich was nur anschaue, im Gegensatz dazu, wenn ich es tatsächlich eben auch spiele. Eine weitere Argumentation, die das Oberverwaltungsgericht Münster auch nochmal angebracht hatte, war, dass man auch mitbedenken muss, dass in der redaktionellen Bearbeitung, das kann man ja schon sich vorstellen, dass Kommentierung von Let's Play-Videos auch in irgendeiner Form eine redaktionelle Bearbeitung ist, vielleicht nicht direkt, aber auf jeden Fall wird da mit diesem Werk was Neues auch geschaffen, dass man da auch die Kunstfreiheit berücksichtigen muss. Also wie ihr seht, es gibt genug Argumente zu sagen, dass die Altersstufen nicht direkt anwendbar sind, wenn überhaupt. Aber was dann anwendbar ist für die Let's Plays, das ist immer noch nicht entschieden. Wenn wir jetzt also, weil wir keine sichere Rechtsgrundlage haben, zur Sicherheit uns auf den Jugendmedienstaatsvertrag berufen, dann müssten wir sagen, okay, dann muss ich die Altersstufen beachten und dann müsste ich wirklich schauen, dass ich bestimmten Content eben dann nur zu der Uhrzeit streame, wo ich ihn streamen darf. Oder ich könnte sagen, bestimmte Gewaltszenen schneide ich raus. Aber das sind natürlich alles Sachen, wo er sagt, da ist ja irgendwie nicht besonders pragmatisch. Da gebe ich euch recht. Was man auch machen kann und was wohl jetzt vielfach auch noch so praktiziert wird, dass man seinen Channel auf 18 ratet. Damit ist er mit einer Jugendschutzsoftware, die dann die Familie installiert hat, eben auch nur für ab 18-Jährige empfangbar. So wird sich beholfen. Ob das in der Zukunft so auch wirklich hilft, ist aber auch völlig offen. Noch ein weiteres Thema beim Streamen ist Musik. Also ich mache ein Let's Play vom Computerspiel und da ist Musik drauf, ist auch wieder geschützt, ja. Gehört genauso dazu, dass ich da eigentlich eine Einverständniserklärung brauche von dem Spielehersteller. Wenn ich die habe, dann darf ich natürlich auch die Musik mitstreamen. Das ist eigentlich soweit klar und relativ eindeutig. Der andere Fall ist, wenn ich mir eine eigene Musik im Hintergrund laufen lasse beim Streamen, weil ich das vielleicht besser finde, meine Kommentierung besser unterstützt, dann kann ich nicht davon, dann habe ich da bräuchte ich da auf jeden Fall auch eine Einverständniserklärung dieser Musik, die da im Hintergrund, des Musikrechteinhabers von der Musik, die da im Hintergrund läuft. Und das geht auch nicht einfach über die GEMA, muss man leider sagen. Das ist ein ganz spezielles Thema.
Mache ich auch nochmal ein extra Video dazu. Also ihr müsst euch auch an der Stelle nur merken, dass das über die GEMA nicht abgedeckt wird, wenn ihr Musik im Hintergrund mitlaufen lasst. So, und der nächste und auch letzte Problempunkt beim Let's Plays ist die Frage nach der Rundfunklizenz. Das ging ja in den letzten Monaten auch durch die Presse. Braucht jetzt jeder Streamer eine Rundfunklizenz? Die Antwort ist, es kommt drauf an. Die schlimme Juristenantwort. Aber ich sage euch jetzt mal ein paar Punkte, woran man erkennen kann, dass man unter Umständen eine Rundfunklizenz braucht. Der erste Punkt ist, wenn ihr ein Angebot linear verbreitet, was heißt linear? Das ist das Gegenteil zum Abrufen. Beim Abrufen, wenn ich ein Angebot abrufe, entscheide ich selber, wann ich dieses Angebot anschauen kann. Bei der linearen Verbreitung, das klassische Beispiel ist das Fernsehen, kann ich nicht selber entscheiden, wann ich mir einen Fernsehfilm anschaue. Und beim Let's Play wäre es genauso. Ich kann mir nicht selber raussuchen, wann ich es abrufe, sondern ich bin darauf angewiesen, dass jemand anders das veröffentlicht. Also das wäre die lineare Verbreitung. Schon mal die allererste Voraussetzung dann für möglicherweise die Erforderlichkeit einer Rundfunklizenz. So, die nächste Voraussetzung ist, dass ihr mit eurem Let's Play Streaming-Angebot 500 Nutzer gleichzeitig, potenzielle Nutzer gleichzeitig erreichen könnt. Dabei ist nicht erforderlich, dass die euch tatsächlich schauen, sondern es ist nur erforderlich, dass diese Möglichkeit besteht. Dann das nächste Kriterium ist, ob diese Ausstrahlung irgendwie zeitlich vorhersehbar ist, also ob sie regelmäßig erfolgt, also Ausstrahlung schrägstrich streamen. Wenn ihr also einen bestimmten Sendeplan habt und regelmäßig Let's Play-Videos linear streamt, ist es auch ein deutlicher Hinweis dafür, dass ihr hier unter Umständen eine Rundfunklizenz beantragen müsst. Das wären jetzt mal so drei wichtige Punkte. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, haben wir dazu auch auf unserer Homepage einen sehr guten Beitrag darüber, generell über Rundfunklizenz beantragen. Was macht man, wann ist es erforderlich und was brauche ich dafür? Also da kann ich euch nur empfehlen, da, wenn euch das weiter interessiert, mal auf unsere Homepage zu gehen. So, und der letzte Punkt, den ihr noch beachten müsst, wenn ihr Let's Play-Videos hier auch regelmäßig streamt, oder auch Angebote, wenn ihr einen Channel habt, der Video Let's Plays anbietet, dass ihr auch noch ein Auge drauf haben müsst, ob ihr einen Jugendschutzbeauftragten benötigt. Das steht eben auch im Jugendmedienschutz-Startvertrag drin, Paragraph 7, da ihr ja hier Inhalte anbietet, die möglicherweise entwicklungsgefährdend sind, weil ich das vorhin erklärt habe. Besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihr einen Jugendschutzbeauftragten benötigt. Und das kann leider auch nicht irgendjemand sein, sondern der muss in besonderer Weise eben für diese Aufgabe auch qualifiziert sein. Ja, soweit meine Tipps zu Let's Play. Lasst euch aber dennoch die Laune nicht vermiesen, denn Spaß macht es ja trotzdem. Und in einem meiner nächsten Videos wird es um Musikrecht gehen und Samplen und Remixen. Also wenn ihr euch das interessiert, dann schaltet gerne ein. Und auch natürlich gerne zu den anderen Experten hier auf diesem Channel. Es wäre natürlich toll, ihr würdet ihn abonnieren.